So, meine Freunde, da bin ich auch wieder zum Tag 3 von Hero Zero. Hero Zero. So, das können wir mal in die Waschmaschine reinhauen. Allgemein, mein ganzes Equip ist ganz schön für den Arsch, sehe ich gerade. Ja, doch, Krebs ist gut. Krebs ist gut. So. What the fuck? Na gut, also die Mission ist beendet. Ich kämpfe im Moment noch gegen den Spaßvogel. Jetzt geht's langsam in die Eisrunde. Aber wie ihr seht, Stufe 33 nach Tag 3, also doch ganz schön was aufgeholt hier. So, wie oft können wir heute noch gar nicht mehr möglich. Ich habe auch noch 15 Energie, das war es dann heute auch schon für mich. Aber Tag mit Stufe 30 nur aus Sondereinsatz. Das heißt, wir können anfangen. Mit dem nächsten Sondereinsatz. Diesmal rechne ich mir keine Chance aus. Und ich bin auch erstmal so auf diese Donut Schwan. Ich bezahle auch für die ersten beiden Energie auf 5 bezahle ich Gold und die letzten beiden mache ich mit Donuts, wenn ich schon genügend mit Münzen habe, um das in unsere Teamkasse zu spenden. So, auf jeden Fall, was wird vertuscht? In der Geisterbahn des Humphreydale Freizeitparks, ja na klar, Freizeitparks sollen in letzter Zeit immer mehr Menschen spurlos verschwinden. Finde heraus, was so vor sich geht. Aber Vorsicht, das Personal könnte dich bereits erwarten. Ja, wir haben uns auf jeden Fall schon den Namen gemacht. Wir sind nämlich maskierter. Wer war das noch? Wer war das noch gleich? Ja, da sind wir. Also, die haben uns auf jeden Fall schon erwartet und dann dürfen wir als erstes gegen den Freak. Eintrittskarte war der Aufseher. Der Aufseher ist schon. Ja, Papa hat viel mehr Stärke, aber auch weniger Leben. Und ob wir das Plüschkrokodil nutzen, ist aber auf jeden Fall locker drin, locker easy flockig. Ich bräuchte doch mal neues Equipment, Alter, ohne Scheiß. Ich habe ja auch noch mein Equipment von gestern. Im Moment levelt man so extrem schnell und die Server von hier ist nicht zu fassen. Das ist über 10, das ist einfach mal über. Wow, läuft bei uns. Bist du zu viel Stärke? Nein, gut. Kraft, was ich laber mit Stärke und ich weiß. Dieses Ganze. Von Shakes und Pitches ist halt auch nicht konzentriert. Haben wir das erstmal rein. Haben wir hier nur irgendwo ein bisschen Fettkondition? Ich brauche auf jeden Fall viel. Alter, ich bezahle auch keine neuen Donuts. Plus 10 auf jeden Fall ein dickes Upgrade. Aber das lässt unsere Intuition zu wünschen übrig. Wir haben ja noch fett Skillpunkte, sehe ich gerade. Wir haben ja noch dick Skillpunkte. Alter! Wie es einfach nur leckt, Alter. Hätte ich jetzt so lange warten müssen bei allen Fähigkeitspunkten, dann. Was lief er den ganzen Tag schon so? So, Teams. Wie ihr seht, ich habe mein Team gewechselt. Ich bin von den VIPs in die Lunatics gewechselt. Habe sogar schon ordentlich gespendet. Will auf jeden Fall halt mit Team weiter oben. Wir haben jetzt auch. Unsere Trophäe haben wir jetzt. Und zwar haben wir eine plus 20 Energietrophäe. Oh Mann, das wusste ich noch gar nicht. Eine plus 20 Energietrophäe, was er angeht, sind wir auf Platz 57, aber im Ausbau sind wir auf jeden Fall unter den Top 10. Ganz oben die Unit of Heroes. Heldenhaft ist unser nächster Teamkampf. Wird auf jeden Fall ein harter Kampf. Wir werden auch angegriffen im Moment von den. Ah, ich weiß es gerade nicht. Von den
Blasters Universe. Genau, so sieht's aus. Um 12 werden wir halt angegriffen. Müssen uns verteidigen, was wir auch verlieren. Deswegen verlieren wir auch unsere schöne Energietrophäe. Und dank dieser schönen Energietrophäe konnte ich halt auch schon ein bisschen mehr Schurke besiegt. Meine Belohnung bekomme ich natürlich noch nicht, weil der Server gerade ein bisschen langsam läuft. Sagt das, geht in die heiße Runde. Hab aber nicht gespielt. Hab auch nicht viele Angriffe gemacht, zwar nur. Nee, der Rede wert, sagen wir es so. So, ich spiele noch einmal nach ordentlicher Runde. Aber nope. Ja. Auch kleine Upgrades. Sind besser als gar keine. So, Fortschritt. Du bist auf jeden Fall fällig. Ich weiß nicht, wie lange es einfach noch dauert. Komm jetzt mal hier. Wo sind die Crits, Mann? Ich habe so viel Crits, aber Kritte hier nicht. Alter, ich verstehe es nicht. Alter, es ist doch nicht zu fassen. Ich brauche hier keinen Crits mehr skillen, wenn hier kein Ancient Crit rauskommt. Ich hab's. Danke. Und jetzt nochmal bitte erinnern. Nee, ich brauche mir das gar nicht antun. Crits ist für so für'n Arsch. Einmal waschen bitte. Was hat's jetzt? Kraft und Intuition. Naja. Das ist immer so ein Ding mit den Objekten. Boah, so erst recht, nee. So ist es schon besser. So, letzter Angriff, meine Freunde. Jetzt kommt wirklich der letzte Angriff. Okay, das war's. Ich weiß nicht, was mit dem Boy da los ist. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Einfach mal, wenn er nur minimal weniger Kraft hat, krittet er mich natürlich gleich fett und... Lächerlich. Lächerlich. Na gut. Ich bin sowieso noch ziemlich am Anfang, das heißt, ich brauche eigentlich noch gar nicht überlegen, wie meine Objekte auszusehen haben. Einfach mal versuchen, ein bisschen durchzurushen. Ich meine, in der Rangliste sind wir jetzt, was die Helden angeht, auf, von der Ehre auf 706 und von der Stufe auf 418. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal an den 400 dran und mein Ziel ist es halt wirklich irgendwann unter die Top, unter die Top 150 ist unser Ziel. Zumal, es sind auf jeden Fall hier... Mega weit, Stufe 34, 35. Na gut, ich will auch noch auf Stufe 34 steigen. Oh, danke. Ich habe was pünktlich als Upgrade. Ja, aber nicht so viel geschafft. Und damit bin ich schon Stufe 34 und bin damit auch in der Rangliste. Ein bisschen hochgerutscht, nehme ich an. Und da sind wir auf 377. Und ich habe ja heute auch nochmal Energie, aber das wird auch nicht ausreichen. Für den Rest ist besiege einen Schurken. Gibt auch. Nee, kommt eigentlich in die Tonne. In die Tonne damit. Nützt mir nichts. So. Das wär's dann auch mit der heutigen Folge. Wir sind halt nach Tag 3 34 gekommen. Ist nicht so gut. Also, ich habe mir das besser vorgestellt, aber dadurch, dass wir halt am ersten Tag so viel an Energie verloren habe. Und halt auch diesen Boost verloren habe, dadurch, dass ich halt lange in keinem guten Team war. Naja, gut. Man kann es halt nicht erinnern, wir sind dafür halt die Spieler, die ein bisschen mehr Ausdauer haben. Und deswegen werden wir die Scheiße auch am Ende so ein bisschen weg. So ein bisschen rocken, sage ich jetzt mal. So, den Rest spende ich dann ins Team, mache jetzt halt noch meine letzten 15. Energie, ich würde schon wieder Alu sagen. Ja. Nehmen wir doch gleich mit. Ja, und dann würde ich einfach sagen, was ist mit der Folge? Haut rein und tschüss und bis zum nächsten Mal.